Also nochmal kurz, das Notsignal stammt von einem kleinen Engi-Schiff, das von einem Rebellenjäger angegriffen wird. Als der Jäger deine Föderationsabzeichen bemerkt, greift er jedoch dich an. Und da winkt eine doppelte Belohnung, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Faster Than Light. Teleporter haben sie? Klonstation, keine besonderen Systeme, aber 4 Waffen. Das ist doch ein Laserlader 2. Oh, das sind viele Schüsse. Oh, 6 Schüsse, Bombenwerfer und ein Laserstrahl. Okay. Was machen wir jetzt? Nicht der Musik lauschen, doch auch, aber... Sicherheitshalber hacken wir die. Weil die haben Waffengewalt, ich muss dann mit der Flak 2 auf die Waffen gehen. Nochmal Strom einsetzen. Ja. Aber jetzt noch nicht. Die beiden Waffen müssen halt was aufladen. Ich will Hacking nicht zu früh fertig gearbeitet haben, bevor die beiden Waffen nicht fertig sind. Dann machen wir jetzt die Hilfsbatterie an. Da und da. Und bei Bedarf Sauerstoff aus und mehr Antrieb, mehr Schub. Ah, die laden gut auf. Na, doch nicht. 3 Schüsse sind bereit. Kein Zoltan-Schild mehr. 3er-Schild, 3 Schüsse kommen auf uns zu. Ein Schildpunkt bei denen weg. Jetzt 2. Gleich 3. Jetzt kommt der Teleport. Oh, zu den Sensoren. Lanze kann ja schon was machen, muss ich ja nicht warten. Schildsystem auf jeden Fall und du gehst auf die Waffen. Okay, nur noch der Laserstrahl. Na gut, ja, das Ding ist eingefahren. Na, nee, ich glaube nicht, ist nicht eingefahren. Aber die beiden sind weg, das ist sehr gut. 6 Schüsse fallen damit schon mal flach. Süß. Eine Mini-Mini-Mini-Gläfe. Ah, das verfehlt schon. Wollt ausweichen, erhöhen. Will bekommt ganz schön was ab. Ja, mit dem nächsten Salve sind die auf jeden Fall weg. Wer weiß, was für einen bösen Plan der noch hat, deswegen ziehe ich Will lieber etwas eher ab. So, du gehst dich auf jeden Fall auch heilen. Ich brauche da noch Strom. Na, mal gucken, was bei denen los ist. Kann ich schaden? Verfehlt. Kein Feuerchen bei denen, kein Höllenbruch, aber gleich im Eimer. Ich gehe mal auf den Antrieb, weil wir müssen bloß die beiden Schilde wegbekommen und dann ist vielleicht schon Schicht im Schacht. 2 plus 3, 5. Das Ding macht 7 und dann haben wir noch die Lanze. Das sieht cool aus, wie es da feuert. Verpuffung. Tschüss. Bitte 78 Schrott. Oh, 35? Wir sind in Sektor 7. Was ist mit euch kaputt? Die Rebellen sind zerstört. Du nimmst von ihrem Schiff möglichst viel mit und wartest, bis das kleine Engi-Schiff aufgeschlossen hat. 35 Schrott. Schämt euch. Ein Drohnenteil und 2 Raketen. Oh, mit Brötchenverteiler. Ruf, nee, ich kann keinen Schrott geben, nicht diesmal, wir haben noch viel zu tun. Das Engi-Schiff ist sehr schlecht ausgestattet, es ist kaum mehr als ein Shuttle. Die Engi nehmen uns das ja eh nicht übel, sind ja Engi. Sie versuchen den Rebellen zu entkommen und können jede Hilfe gebrauchen, ja gerne, aber geht nicht, Entschuldigung. Engi spüren keine Angst und sind daher auch nicht verärgert, als du ihnen erklärst, dass du ihnen nicht helfen wirst. Sie setzen ihre Reise fort und du tust es ebenfalls, müsste es heißen. Achso, ihr könnt euch gar nicht hören. Ach, er passt noch 3 rein. Na egal.
Zweimal Strom, wobei einmal Strom. Voll und hier noch zweimal. Wir haben noch die Hilfsbatterie. Dann hole ich mir bloß einmal Strom. Ach, und Hacking wollte ich auch noch ausbauen. Gut, machen wir das jetzt. So, wie flattern wir jetzt weiter? Ja, steil nach oben. Fehl mal Treibstoff. Oh, oh. Als du ankommst, bemerkst du ein Engi-Schiff, das sich angesichts deines Waffenarsenals per Funk sofort ergibt. Ziel von Subjekt, Reichtum, Ziel der Engi, Überleben. Übertragung von Gütern akzeptabel. Ihnen erklären, dass du keine feindliche Absichten hast, die Kapitulation und das Angebot annehmen. 66 Schrott, ja, vielen Dank aber auch. Die nehmen uns das eh nicht übel, denn, ja, ist ein Engi. Man kann sich auch alles schön reden. Also 66 Schrotten drunter und zweimal Treibstoff. Treibstoff ist auch sehr wertvoll, auch wenn bloß zweimal. In unserer aktuellen Lage ist das sehr viel. Ja, die Engi belassen dir wie versprochen ihre Güter und ziehen dann weiter leicht verdientes Geld. Oh, ein Laden. Gedankenkontrolle? Ich habe eigentlich noch was anderes zu verbessern. Ja, komm, ich hole vielleicht nochmal Treibstoff. Wenn es keine Gedankenkontrolle gibt, ich habe noch was zum Verkaufen. Damit hätten wir genügend Schrott zusammen. Ein Engi-Schiff meldet sich. Antriebsverbesserung erforderlich für Heimreise. Ausrüstungsverkauf erforderlich für Antriebsverbesserung. Hüllenstrahl. Laserlader 2. Gedankenkontrolle. Was mache ich mit dir, kleiner Leto? Ich glaube, wegen 10 Schrott behalte ich den. Falls doch mal beim Waffensystem Schaden ist, dann können wir immerhin noch mit zum Beispiel Flak und Leto was anrichten. Leto Cockpit und dann macht die Flak auch mehr. Das ist mir wichtiger. Kostet eigentlich ganz schön viel Schrott und wir haben eigentlich nicht so viel Schrott. Sprich, wir müssen noch den vierten Schildpunkt bekommen und andere Systeme, wie zum Beispiel den Antrieb verbessern oder andere Subsysteme. Aber ich denke trotzdem an den Endkampf an Runde 3, auch wenn es sehr schwierig sein wird, dahin zu kommen. Jetzt fehlt uns noch Strom, aber wir sollen ja sowieso 29 Balken im System haben. Das weiß ich noch nicht, wie ich das hinbekomme und ich muss noch tanken. Oh, 21 Schrott, so werden wir gar nicht. 10 hätte eher weniger mitnehmen sollen, aber naja. Ist ja schon der letzte Sektor vom letzten Sektor. 1, 2, oh, das ist ja blöd. Oh. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich muss eh jetzt erstmal zum Notfall, dann sehe ich mal weiter. Du stößt auf eine Reihe von Schiffen, die von einer kleinen Raumstation flüchten. Du rufst sie und erhältst folgende Nachricht. Hilfe, wir werden von riesigen Alienspinnen überrannt. Und nee. Da hat der Antibio-Strahl geholfen. Wir haben zwar zwei Mantis, aber nein. Du kannst es nicht riskieren, an irgendeiner abgelegenen Station gegen unbekannte Aliens zu kämpfen. Du machst dich bereit für den Sprung. Wie viel wir liegen lassen müssen, das nervt mich. Ein hochentwickeltes, automatisiertes Schiff. Automatisiertes Schiff ohne Schildpunkt, aber mit Tarnung. Mindestens 10 Sekunden. Der Rebellen liegt an einer ihrer kleineren Raumstationen. Laut den Sensoren werden dort militärische Güter gelagert. Ja, die Kaida, die hat wohl wieder nicht viel zu bieten an Schrott. Und danach kriegen wir womöglich auch keinen Schrott. Aber ich werde das Schiff auf jeden Fall nicht liegen lassen. Können mit der Lanze sofort arbeiten. Dicker Raketenwerfer. So, mindestens 10 Sekunden, schätze ich. Ja, 10 Sekunden Tarnung mindestens. Damit wir die Rakete gleich fliegen. War das vielleicht sogar 15? Alles verfehlt. Oh, 2 Ionbomben. Eine verfehlt und eine macht mit einer 8 alles weg. Oh, wenn die. Oh, der ist schon garstig, der Typ.
Oh, bei die Lanze ist eher fertig. Schnellstmöglich schießen. Nicht, dass ich das etwas verpeile und dann macht die Tarnung wieder einen Strich durch die Rechnung. Jetzt der Rakete bitte ausweichen. Autschi! Die Hilfsbatterie brennt. Eine brennende Batterie klingt nicht gut. Es könnte eine dicke Explosion geben. Und tschüss. Kein Ausweichen bei ihm. Oh, doch, 60% mehr. Ein Balken, was für ein Blödmann. Schaut mal, die beiden sind stecken geblieben. Der will nicht schießen, währenddessen er getarnt ist. Oder er ist eingefroren. Eine Ionenbombe fährt, die andere geht in den leeren Raum. Gut. Hier wird sich nicht mehr getarnt. Weil du eh Schrott bist. So, 60 Schrott bitte mindestens. 62, gut. Ich will nichts gesagt haben vom Kampf. Du erbeutest möglichst viel vom kaputten Schiff, 62 Schrott und die Station war wohl dazu gedacht, Rebellenschiffe mit Drohnensystemen auszustatten. Du findest einen brauchbaren Bauplan, 30 Schrott und Abwehrdrohne 1. Die Abwehrdrohne 1 ist gar nicht mal so schlecht, aber wir haben kein Drohnensystem, werde ich mir auch nicht mehr kaufen, wenn es die Möglichkeit gäbe, aber hey, wir könnten noch was verkaufen, wenn wir noch einen Laden finden würden. Wir brauchen den vierten Schildpunkt. Angriff können wir richtig gut. Wir hätten noch das Hacking-System. Da brauchen wir eine bessere Verteidigung. Das waren... 160. 210 Schrott ohne Hilfsbatterieeinsatz. Mindestens, wenn da nicht schon die 30 ansteht bei der Reaktorverbesserung beim zweiten Balken. Na, mal gucken. Wir geben nicht auf. Es ist noch alles möglich. Wir bleiben dran. 1, 2. 1, 2. Dann... Ah, blöd. 1, 2, 3, 4, 5. Das reicht nicht. Ganz knapp nicht, aber ich kann ja, wenn ich... 1, 2... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4. Ja. Entweder ja oder nein, aber das Ding oben ist eher weg. Dieses System scheint ziemlich friedfertig zu sein. Oh, wieder nix. Du weißt allerdings nicht, wie lange das noch so bleibt, denn es wird durch die Rebellen und die Mantis bedroht. Super. Ein Pulsar, freut mich. Oh, Viererschildgegner, freut mich mit zwei Raketen. Jetzt geht's wieder los. Als du ankommst, nimmt ein Pulsar deinen Bildschirm ein. Du entdeckst eine kleine Silhouette, die vor dem Stern vorbeifliegt. Bevor du begreifst, um was es sich handelt, schrillen Warnsignale. Es scheint ein Schiff in Schussreichweite zu sein. Mit Teleporter. Engi. Mensch, Zoltan. Zoltan, die Batterie steht im Cockpit. Da kann sie nicht oft irgendwie Strömlinge durcheinander bringen, wenn sie die Räume wechselt. Was ist das für eine Waffe? Die haben bloß drei Waffen, aber zwei Raketen. Oh, und drei Schuss. Okay, wir werden auf jeden Fall hacken. So ein kleines Schildsystem. Wir werden voll hacken müssen. Gedankenkontrolle hätten wir auch. Ja, uns fehlt Strom. Da hätte ich ja mal was ausgeben können, wenn ich eh auf das Schildsystem spare. Mist. Dann könnten wir jetzt Gedankenkontrolle einsetzen. Das wäre gewissermaßen ein kleiner Leto, indem wir den Piloten ärgern. Ah, ist schon wieder Mara. Hatten wir doch erst bei... Das war aber ein Mantis. Das hatten wir erst in diesem Durchlauf. Eine Mara. Na, Viererschilder können wir jetzt schon anfangen zu hacken. Jetzt fliegt da schon was. Das kleine Ding trifft. Das dicke Ding fliegt bitte vorbei. Ah, der Pulsar kann uns ja auch nochmal alles... über den Haufen werfen. Oh oh. Er hat schon lange keine Waffenbeeinträchtigung mehr und die Waffen bleiben an. Die Räume liegen interessant hier unten. Nein, nein, nein. Vier Räume. Was?
Und die Flak geht zentral wohin? Relativ zentral. Hm. Dann lieber hier oben. Weil die Räume sind schlimmer. Also die beiden vor allem. Nee, lieber doch auf die Waffenweihe, die Rakete. Wir bekommen im nächsten Sektor eine 10er Reparatur, aber es kommen vielleicht noch ein paar Kämpfe. Die Rakete bleibt an. Jetzt wollen sie abhauen. Batz! 8 Raketen, drunter 28 Schrott. Sie haben uns gezeigt, wir sind besiegt. Sie haben es uns gezeigt. Wir sind besiegt. Nehmen Sie das hier, wir schämen uns bestimmt nicht. Die dicke Rakete, die fliegt so oder so. Der Pulsar könnte uns noch ziemlich viel Schaden zufügen. Im übertragenen Sinne. Die Türen sind rot, ja toll. Nee, ich will Schrott. Rein Schrott. Umgerechnet sind das 36, 8, 6 mal 6 sind 36, 42, 48, 56. Ich brauche aber nicht so viele Raketen. 56, dann 64, 84. Ich bin gespannt. Ausweichen, 40% und Treffer versenkt. Und wie immer bei so dicken Raketen stirbt der Zoltan gleich weg. Ah, diesmal ist kein Feuer. Okay, die, die gut reparieren können, gehen bitte zum Schildsystem. Vielen Dank. Ah, Schildsystem bringt uns gerade eh nichts, weil Raketen nur im Einsatz. Gucken, was der Pulsar als nächstes macht. Waffen bleiben wieder an. Die Lanze, die hat kein Schildsystem mehr. Damit sind sie auch im Eimer. Sicher ist aber sicher. Jetzt darf die Rakete bloß nicht schneller sein. Wird's nicht. Gut. Ah, so wenig bloß. Aber trotzdem mehr reiner Schrotten. Das ist dann doch besser als so viele Raketen. Weil wir den Detor eh nicht einsetzen können. Das Schiff explodiert und hinterlässt eine Rakete drunter und 45 Schrott. Und der Pulsar hat Bock. Und ist ja auch noch was. Ja. Die Hilfsbatterie müssen wir eigentlich auch noch ausbauen. Was? Wer will sterben? Immerhin bleibt die Krankenstation an. Keinen Schrott ausgeben, das ist Mist. Zum Ausgang, nö. Kampf ist sehr gut, aber ich hätte liebend gern Schrott ausgegeben, aber das hätte ich vor dem letzten Kampf machen müssen. Ein Rebellenschiff patrouilliert diese Region. Als du eintriffst, greift es dich sofort an. Die werden uns verraten wollen. Früher oder später Hacking können wir knicken, aber es ist ja bloß ein Dreierschuss-Gegner. Zwei kleine Laserstrahlen und ein Dreierschuss, das kriegen wir hin. Ein Schuss fliegt doch mindestens vorbei. Das sollte sehr gut machbar sein. Der letzte Kampf für diese Folge. Und dann geht's schon in den letzten Sektor. Oh Mann. Ach, jetzt kommt die Enderdrohne, weil Superschild weg. Die haben die auch noch für uns. Na, nett, nett ist das. Das Ding fliegt irgendwo relativ mittig hin. Okay. Zum Glück kein... Oh, eine Intrusionsdrohne. Gut, Hacking brauchen wir gerade eh nicht. Und daneben sind jetzt keine wichtigen Räume, nämlich leere Räume. Gut, dass die Drohne beim Einschlag nicht irgendjemandem auf den Kopf fällt und dann noch Schaden macht. Oh, das sieht sehr gut aus. Jawohl, dieses Geräusch ist schön. Jetzt gibt's Ärger und die Intrusionsdrohne macht vielleicht gleich Pause. Oh, tut mir nicht leid. Was? Sie wollen abhauen? Zum Glück habe ich jetzt nicht die 1 gedrückt.
Ne, sie haben uns besiegt hier. Kapitulation. Die wollen aber auch abhauen. 31 Treibstoff, 2 Raketen. 31 Treibstoff, das wär's ja. 31 Schrott, 2 Raketen, 3x Treibstoff ist zu wenig. Umgerechnet sind das 40. 52 Schrott. Ein Höllenpunkt haben sie noch. Die Intrusionsdrohne will jetzt intrusieren. Die bleibt im Raum. So, das dumme Ding ist weg. Jetzt gibt's da Sauerstoffproblem. Dann tauschen wir mal aus. Ne, ein Dreierschuss kann fliegen, da wollen wir mal vor ausweichen. Vielleicht schicken die ja noch heimlich still und leise einen Laserstrahl raus. Lanze kommt da nicht durch. Ich weiß, es ist jetzt unnötig, aber ich will das so. Wenn schon grillen, dann richtig. Ja, wunderbar. 4 Schrott. Das Schiff explodiert und hinterlässt 2x Treibstoff, eine Drohne und 63 Schrott und nicht 63 Treibstoff. Das wäre ja ganz schön viel. Das wäre sogar besser als 63 Schrott, wobei man müsste den Treibstoff noch loswerden. Aber vom reinen Schrottwert wäre das mehr. Ja, ich habe es ja gemerkt. Ihr beiden macht das. Und geheilt werden sollte auch noch. Jetzt habe ich die Gedankenkontrolle aber leider noch nicht eingesetzt. 200 Schrott. Du gehst auch noch rüber. Alles zurück. Oh, du hast noch gar keinen Platz bekommen. Das räumen wir jetzt nach. Bevor da noch ein Kampf kommt, wird dann investiert. Schrott fehlt da noch, aber wir haben jetzt generell mehr Strom. Damit können wir dann auch schon Gedankenkontrolle befeuern. Das ist ein cooles Geräusch. Also Stand jetzt, zum Beispiel Hacking voll, Hilfsbatterie an und wir könnten noch Gedanken kontrollieren und vor ausweichen. Klingt gut, endlich mal den Schrotter nicht auf der Bank in der Geldbörse vergammeln lassen, sondern aktiv einsetzen und bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.